Ich bin jetzt sehr oft auf Reisen. Die Hälfte der Mails sind irgendwelche Mist. Also so Newsletter, die ich unermüdlich abbestelle. Ich weiß nicht, ob ich das Sonderopfer bin, weil ich ja bei Konferenzen immer auf der Adressenliste bin und dann kriege ich von allen Firmen, ja, die da Stände bezahlt haben, die kriegen wohl dann auch die Visitenkarten von allen und dann wird man da bombardiert. Also ich versuche erstmal alles loszuwerden. Und alles, was ich jetzt beantworten kann, beantworte ich jetzt. Also Fragen hast du am 1. März 2018 Zeit. Dann kann ich ja ja, nein antworten, muss den Kalender gucken. Solche Dinge mache ich immer absolut sofort. Wenn es ein bisschen Zeit braucht, also ich soll die Präsentation schicken oder einen Artikel schreiben, dann schreibe ich wenigstens eine Zeile zurück. Der Artikel kommt in 3 Tagen. Und dann kommt er dann gleich in den Kalender, dann macht er, wird, der kommt dann auch. Also ohne jede Ausnahme. Glaub schon. Also ich verhau keine Termine, wenn die im Kalender stehen. Das ist einfach so eiserne Disziplin ein bisschen. Ich habe das im Management vorher gelernt. Die haben gesagt, lies keine E-Mail zweimal. Oder besser ausgedrückt, was du jetzt entscheiden kannst, entscheide jetzt. Man hat manchmal keine Lust. Also da fragt einer, kannst du mal irgendwie für die Kirche das und das tun? Und sagen, ja, vielleicht doch, aber eigentlich der Wille sagt unten, nein. Und das Herz sagt, sei nicht so hartherzig. Und die führen dann so einen Kampf aus. Aber man weiß schon in dem Augenblick, wo man die Mail liest, der Wille will Nein sagen. Und dann soll man einfach Nein schreiben. Und sonst gärt das im Bauch rum. Oder ein Mitarbeiter sagt, er möchte eine Gehaltserhöhung. Selbe, ja? Das Herz sagt ja. Die Faktenlage oder mein Budget oder der Bauch sagt Nein. Und man weiß ganz genau, was die Entscheidung ist. Also die ist nein. Weil das Herz sagt, ich mag nicht so eine Mail schreiben. Und dann zieht man das so raus. Und dann kommt er noch her und sagt, warum kriege ich keine Antwort? Dann ist er vielleicht schon wieder sauer auf mich oder sowas. Und dann ist es manchmal besser einfach, nein, das Budget gibt es nicht her, komm in einem halben Jahr wieder. Irgendwie knack. Und damit vertut man sagenhaft viel Zeit, dass man Entscheidungen, die eigentlich klar sind, dass man die nicht so richtig begründen mag oder nicht gleich so raushauen mag. Und dann ist so ein Widerstreit in einem drin und das kostet wahnsinnig viel Zeit. Es ist besser, das wegzumachen. Das habe ich gelernt. Einfach gleich. Ich muss irgendwie auch meine Psyche irgendwie sauber halten. Es ist nicht nur die Inbox, sondern es geht sehr darum, die Psyche in Balance zu halten. Also ich habe das auch so manchmal gemacht, dass ich Dinge, die absolut grässlich sind, also die man vielleicht ein bisschen mit abgewogenem Zorn zu antworten müsste, dass ich die einfach sammle und ich mache dann eine bestimmte Stunde. Sagen wir Freitagmorgen, dass es am Wochenende nicht rumgärt. Also Freitagmorgen 8 bis 10 wird scharf geschossen. Das stört auch, wenn ich jetzt so Bücher schreibe, dann muss ich ja so in so einen Flow reinkommen und kreativ sein. Und wenn dann das Herz sagt, guck mal, da ist noch einer, der hat dich gerade geärgert oder der will was und du kannst ihm nicht helfen und so weiter. Und dann zieht das Kernspeicher von meiner Kreativität ab. Also das heißt, ich habe nicht mehr das volle Gehirn. So, das ist so wie ich stelle mir das so vor, wie ein normales System. Ich habe ein Personal. Ein Mac, der hat irgendwie 8 GB Hauptspeicher und 1 GB ist Firefox, 1 GB Google, Chrome, 1 GB Mail-System und so weiter. Das addiert sich so. Und dann, wenn man den Rest irgendwas macht, dann hat man relativ wenig Speicher noch zur Verfügung. Und den muss man einfach freikriegen. Und für echte Kreativität sollte es besser sein, ich habe nur eine Anwendung auf dem Computer. Wir schließen alle Anwendungen und das hat jetzt den vollen Speicher. Und den vollen Prozessor. Die meisten Leute haben dann so Nebenprozesse, weil sie im Kopf laufen. Und das nimmt sehr viel Kreativität raus, auch Entschlossenheit. Die Prozesse laufen dauernd im Hintergrund. Also am Wochenende, wenn der Chef sagt, ich soll irgendwas Montag um 10 schicken, dann sage ich, wie schaffe ich das und so weiter. Dann denkt man immer wieder darüber nach. Und man muss das vielleicht mal so wie ein Computer sehen. Wie entscheide ich, wie ich den Prozessor und die Festplatte irgendwie arrangiere, dass die harmonisch arbeiten. Und dann ist es besser, diese Konflikte einfach zu bereinigen. So habe ich mir das überlegt. Und eine gute Idee ist einfach, alles gleich zu erledigen.